Willkommen zurück zu Tekken 7. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade nicht zu früh gesprochen. Falls alles gut klappen sollte, dann wird die 100. Folge Tekken Bowling werden. Also Ultimate Tekken Bowl. Ja, und wie ihr schon im Titel gelesen habt, kommt heute Akuma. Ich wollte gerade Akuma sagen. Und ich sehe gerade, ich habe nur ein Kostüm mit ihnen. OMG, GG. Na, jetzt werde ich heute wieder die eine Stunde aufnehmen. Möglicherweise. Je nachdem, ob das Spiel mich wieder reizen will oder nicht. Und danach kommen, also nach Kuma kommt noch ein Charakter, der nicht menschlich ist. Natürlich ist Paul der erste Gegner. Au! So. Was war das denn? So. Total der Larv. Und außerdem ist da ein kleiner Fehler. Er hat das Telefon nicht mal am Ohr dran. Das Ohr ist weiter oben. Oder? Oder hat es gerade sich nur getäuscht? Nein, ich bin nicht ready. Aber du bist ready für verlieren. Hey! Nein! Da muss er halt mit dem Fisch weggeschlagen werden. Oh Handy, du sollst nichts öffnen. Mann. Durch das blöde Handy wurde ich kurz abgelenkt. Er wollte gerade wieder irgendeinen Scheiß öffnen. Also wieder Werbung halt. Ich hab's nicht übersprungen, weil ich gerade was getrunken hatte. So. Toll, Dragonlord, jetzt hast du die Scheibe kaputt gemacht. So, zweiter dann. Hat das hier nicht schon letztes Mal freigespielt? Ja doch, ich hab doch eigentlich alle drei schon. Oder?
Also ich weiß definitiv, ich habe einen offscreen freigespielt. Wie sie erstmal abhaut. Mann, du solltest springen. Nein! Dann eben so. Hä? Wieso habe ich keine Lebenspunkte verloren? Der hat mich halt noch gerade so ein bisschen berührt. Round 1. Fight. Ey! Oh, voll fertig gemacht! Round 2. Fight. Hab ich gar nicht gewusst, dass er sowas kann. Guck mal, Kuma möchte euch na, Mann! Heute habe ich ein bisschen was mitzunehmen. Nochmal, guck mal, Kuma möchte euch umarmen. Ach ja, entweder ich habe ein bisschen was mit dem Reden oder ich bin gereizt oder sonst irgendwas. Oder manchmal kann ich die Charaktere nicht mehr spielen, irgendwie. Besser gesagt, nicht mal gut umgehen können. Giga! Lass dich jetzt mal treffen. Jetzt geht K.O. Hä, ich hab doch gerade geschlagen. Wieso hat er nicht reagiert? Ich bin gespannt, ob ich dann für Kuma ein zweites Kostüm brauche oder nicht. Die meisten hatte ich ja jetzt schon. Also seitdem ich jetzt eine Stunde aufnehme und eine halbe Stunde hochlade, haben die meisten nur eine Aufnahme gebraucht. Achso, durch das jetzt ein doppelter Schaden ist. Weil ich mich gerade gewundert habe, warum. Nein! Ich wollte es noch verhindern. Das war mein Fehler. Nein! Kuh, Alter! Ja, sei leise, Mann. Ja, verdammt. Round 1. Fight. Ich sag, das ist jetzt das erste Mal, dass ich bei so einem Modus habe mit doppeltem Schaden verloren habe, aber ich glaube, das war jetzt das zweite Mal. Das zweite oder das dritte Mal. Aber ich glaube mehr das zweite. Das erste Mal habe ich ja durch Betrug verloren.
Und diesmal habe ich durch Pech verloren. Und ein bisschen wegen meiner Dummheit. Round 2. Fight. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wie sie mich eigentlich treffen konnte. Doch am Ende, wenn ich schon ein bisschen auf dem Boden lag. Aber naja, so ist es halt. Solange es nicht nochmal passiert. Flieg und bleib tot. So. Noch 7 Ränge. Kann jetzt in meine andere Karte kommen, die genervt langsam. Keine Ahnung, warum Akuma das Akuma, sag ich halt schon, Mann. Wieso muss auch einer Akuma heißen und ein Akuma? Sie hätten wenigstens Akuma in seinen japanischen Namen lassen sollen. In Gucci. Ja, warum hat Akuma das überhaupt getan? Also, wo er sich hingesetzt hat. Alter, wieso? So. Round 1. Fight. Aber was habe ich denn jetzt im Auge wieder, Mann? Ich hoffe, es ist jetzt draußen. Die Attacke wollte ich gerade nicht zum Schluss machen, aber gewonnen ist gewonnen. So. Eigentlich bei einer anderen Karte. Ich weiß nicht, einige Lieder kann ich die ganze Zeit anhören, einige gehen mir. Kann ich. Also geht mir schnell. Mann, wie heißt es jetzt? Also kann ich nach einer Weile nicht mehr hören. Nein, der hat dich getroffen! Der zweite Tekken 7 Charakter!
Meiner ist hübscher. Ey. Mann, Akuma, Mann, ach da. KO. Round 2. Fight. Nur weil er Fünfter dann ist. Achso, und ich sehe gerade das Beförderungschance. Habe ich gar nicht realisiert. Ey, ich bin der bessere Freddy, ja? Oh, du gehst mir irgendwie auf den Sack. Was? Nein! Werde ich bitte noch verkämpfen. Und der Fisch kommt erstmal da schön ins Bild. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Bitte treff ihn. Oh. Ja doch. Da sieht man ganz recht seine Ohren und... Ohren sind da weiter oben und seine Pfote ist ungefähr da, wo die Wange ist. Also hinter der Wange ungefähr so. Round 1. Fight. Oh, Vorrang. Jetzt wollen die mich alle verarschen. Mann! KO. You win. Oh, schon wieder er. Hat er nicht vorhin nicht den vierten dann gehabt? Oder den fünften dann? Dann macht er mich jetzt nach? Boah, Junge, du gehst mir vor auf den Sack. Ich glaube, ich habe zu früh gemacht. Nee, doch nicht. Doch. Nein! Du solltest doch nicht das machen. Angeblich nicht getroffen. So, und dann mal schön auf den Bauch geklatscht. Ah!
ja, ja. Und so stark kann man auf dem fünften dann aufsteigen. Toll, Regenbogen, Harvey Bryan, freigeschaltet. Round one. Fight. Weil jedes Mal, genauso wie fast jedes Mal, United F ist jetzt auch zur Zeit wie mit diesem Charaktername da. Also Fighting CEO. Aber bald wird es nicht mehr der Fall sein. Je höher die aufsteigen, die Charaktere, desto andere werden Charaktere erscheinen. Ja, angeblich nicht getroffen. Also angeblich hat er geblockt. Ob er noch in dieser Position war. Round one. Fight. Hey. Nein, wieso machst du das? Klatschi weg! KO. Round two. Fight. Aber wie sie noch da in der Luft gehangen hat. Sind doch mal lustig mit dem Fisch. Wer noch auf der Karte ist. Na, Karte. Ein Stage. Und so schnell kann man auch auf den sechsten dann aufsteigen. Erreichen. Alter. Ich sag's ja, entweder ich kann mit den Charakteren irgendwie nicht gut umgehen oder irgendwie verspreche ich mich sehr oft. Oder kann ich richtig reden. Oder mir fehlen manchmal die Wörter. Oder ich bin schlecht gelaunt. Man hat total das Metall gehört. Das Doing. Ja, ja, Grandmaster, mein nächster Rangaufstieg. Oh! You win. In 5 Minuten ist schon eine halbe Stunde vergangen. Also fast in 5 Minuten. Das noch wenige Sekunden, dann ist es nur noch in 5 Minuten. Claudio. Fight. Nein, wieder macht er mal zu früh.
Oder hat er zu spät gemacht? Nein! Ich hab zu früh. Wieso macht er Rage Drive? Erinnert mich damals an Brian, der den Rage Drive einfach gemacht hat. Obwohl ich die Taste nicht mal gedrückt habe und wenn unbewusst den Moment. Du willst auch mal einen Fisch in die Fresse bekommen, wa? Ja, will er. Es sei denn, er schafft mich noch. Oh. Ja, er möchte anscheinend auch einen Fisch in die Fresse bekommen. So. Nein, ich möchte nicht in deine Band reinsteigen, ja? Was? Ach, du stopp mit der Schaden! Ich habe einfach nur auf weiter gemacht, ohne zu lesen, was da stand. Also ich habe allgemein nicht mitbekommen. Nämlich hatte mich gewundert, warum habe ich jetzt so viel Schaden? Also viel Lebenspunkte verloren. Was ist denn da abgeflogen? Oder ist das der Fisch gewesen? Das ist sehr gut. Alter, krass, innerhalb in einer halben Stunde habe ich 6 Ränge geschafft aufzusteigen. Es sei denn, ich verliere gegen Vorrang. Aber ich hoffe mal nicht. Und wieso hat er jetzt einen Tanz gemacht? Ich frage mich manchmal, wo der Fisch herkommt. Ah, guck mal, du hast es zum Glück noch im Begriff bekommen, ey. Eigentlich solltest du nicht einfach schlagen, sondern... Hier, was er ungefähr jetzt die Arme in der Luft hat und dann so zusammenschlagen, so.